Willkommen Leute zu einer weiteren Yu-Gi-Oh! Top 10 und zwar dieses Mal zu den 10 besten Fusions-Support-Karten. Und ja, diese Top-Liste hier ist relativ breit gefächert, deswegen musste ich das Themengebiet so ein bisschen eingrenzen. Und wir werden es so machen, dass ich heute nur Karten nennen werde, die generisch einsetzbar sind. Das heißt, so Sachen wie Maskenwechsel Nummer 1 oder auch Aleister werden heute nicht vorkommen, weil die nur für Themendecks gedacht sind und die supporten die Mechanik nicht, sondern eher halt ihr Thema. Und deswegen macht es nicht so viel Sinn. Aber so Sachen wie beispielsweise Maskenwechsel Nummer 2 gehen schon mal in eine ganz andere Richtung, versteht ihr? Und deswegen werde ich die für die Topliste zulassen. Denn wir wollen ja wirklich heute uns Karten anschauen, die die Mechanik an sich supporten. Und da gibt es auf jeden Fall auch coole Karten, aber da macht es halt nicht so viel Sinn, irgendwelche Karten aufzulisten, die man nur in einem Thema spielen kann. Deswegen diese kleine Restriktion. Ansonsten ist quasi jede Karte für die Liste zugelassen, die die Mechanik in irgendeiner Weise supportet oder ausbaut. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant. Da gibt es coole Karten, die man auf jeden Fall nennen kann. Schreibt mir gerne weitere Ideen für weitere Karten in die Kommentare, die ich heute vielleicht nicht angesprochen habe. Und ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, diese zu ranken. Wird auf jeden Fall interessant. Und selbst die originale Polymerisation wird heute auch mit angesprochen, weil das ist logischerweise auch eine generische Supportkarte für Fusionen, die aber heutzutage, kleiner Spoiler an dieser Stelle, gar nicht mehr so gut ist. Aber dazu später mehr. Auf jeden Fall werde ich am Ende des Videos wieder die nächste Liste ankündigen, damit ihr euch da auch wieder beteiligen könnt. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit der heutigen Top-Liste. Und der 10. Platz geht auf jeden Fall an die Karte Fusionsreserve. Und damit kann man theoretisch Bus gehen, aber das hier ist leider eine Fallenkarte. Und deswegen ist die Karte leider nicht so beliebt, weil die muss halt wirklich eine Runde lang liegen, bevor man dieses Plus erwirtschaftet. Die Karte kann zwar ein Materialmonster und eine Poli quasi der Hand hinzufügen, wobei die Poli auch nur vom Friedhof kommt. Und du gehst halt damit insgesamt plus 1 und dann kannst du konstant eine Fusionsbeschwörung machen. Und ja, das ist an sich nett, aber wie gesagt, diese eine Runde zu warten, ist für die meisten Fusionsdecks zu langsam. Und deswegen ist die Karte jetzt nicht so weit verbreitet normalerweise im kompetitiven Spiel. Aber sie hat so geringe Konkurrenz ansonsten, dass ich die Karte eigentlich nicht von der Topliste streichen wollte. Und deswegen ist der 10. Platz knapp drin. Und in meinen Augen gibt es halt wirklich nur 10 gute Karten, die man heute erwähnen kann. Und deswegen habe ich die Karte noch mit reingenommen. Was nicht mit drin ist, ist das schwarze Schaf von Lunalicht, weil ich finde, das ist nicht generisch genug. Ich weiß, man hat es eingesetzt so ein bisschen mit Fusion Substitute, damals in Zodiac und so. Aber ansonsten habe ich davon jetzt noch nicht so viel gehört, ehrlich gesagt. Und deswegen war ich da vorsichtig. Vielleicht habe ich da die Generischkeit etwas unterschätzt und wenn ja, würde auf jeden Fall die Reserve aus der Topliste rausfliegen. Und das macht in meinen Augen nach meinen Kriterien mehr Sinn und deswegen ist die Karte noch mit drauf. Aber wie gesagt, das ist etwas schwierig zu entscheiden, wie man jetzt die Topliste aufstellen möchte. Da würde ich gerne mal eure Meinung hören. Wie gesagt, eine Karte muss relativ generisch sein, damit sie heute mit dabei sein kann. Was aber auf jeden Fall generisch ist, ist die Karte Fusionsrecyclinganlage und die Karte hier ist jetzt auch nicht so weit verbreitet, aber damit kannst du dir eine Poli vom Deck oder vom Friedhof suchen und du kannst damit in der Endphase ein Material recyceln, das du halt für die Fusionsbeschwörung verbraucht hast und das ist halt beides ganz nett. Das heißt, die Karte hier macht im Laufe des Duells so ein bisschen Plus und das kann sich durchaus sehen lassen. Es gibt definitiv bessere Feed-Spells, aber du kannst halt hiermit, wie gesagt, Polymerisation suchen und du kannst diese Karte auch raussuchen mit Terraforming. Das heißt, wenn man die Karte hier wirklich spielen möchte, dann hat man eigentlich safe die Poly in jedem Zug und das kann sich schon sehen lassen. Die meisten Decks spielen zwar heutzutage gar nicht mehr unbedingt Polymerisation, weil sie eigene Fusionskarten haben, aber wenn ein Deck wirklich mal die Poly braucht, dann ist das hier auf jeden Fall ein recht solider Feed-Spell, der sich sehen lassen kann. Doch in meinen Augen ist der Prisma nach wie vor die bessere Karte und zwar kann der Prisma ein beliebiges Fusionsmaterialmonster vom Main Deck auf den Friedhof legen und dann nimmt der Prisma seinen Namen an. Das heißt, der Prisma kann dann quasi verwendet werden für die Fusionsbeschwörung anstelle des Monsters, das man eigentlich gebraucht hat und jetzt auch gemillt hat. Und das Monster, was man dann gemillt hat, kann man eventuell nochmal irgendwie verwenden. Vielleicht hat es Friedhofseffekte oder vielleicht kann man es wiederbeleben, wie auch immer. Da haben ja einige Themendecks durchaus Möglichkeiten, die Karten im Friedhof noch zu abusen. Und der Prisma schickt die halt gezielt dahin. Die Karte ist also quasi eine Materialkopie und gleichzeitig ein Foolish Burial. Und deswegen ist die Karte schon seit einigen Jahren immer wieder in diversen Decks gesehen worden. Und ich denke mal, die Karte ist relevant genug, um über der Anlage zu stehen, die wirklich rein optional ist. Also die Karte muss man normalerweise nicht spielen. Da ist der Prisma schon für einige Decks wesentlich zentraler, wie ich finde. Was aber auch sehr zentral ist mittlerweile, ist die Karte Fusionseinberufung. Und diese Karte sehe ich persönlich in etwas stärkeren Decks als halt den Prisma im Moment. Aber sie wird meistens nur als One-Off gespielt. Und ist deswegen relativ austauschbar, beziehungsweise man kann sie auch weglassen.
Also die Karte hat quasi ein etwas besseres Einsatzgebiet, aber sie kann nicht so sehr mit Relevanz punkten irgendwie. Es ist schwer zu beschreiben bei der Karte, die hat so eine gewisse Sonderstellung. Man kann mit der Karte einfach ein Fusionsmaterial raussuchen, was sehr schön ist, und dann darf man das quasi diese Runde nicht mehr beschwören. Man soll es halt wirklich nur für die Polyder benutzen. Und ja, das macht Sinn, die Karte hier ist durchaus eine gute Suchkarte, aber es gibt auf jeden Fall krasseres, definitiv, und deswegen gebe ich der Karte einfach mal vorsichtig den 7. Platz und ich denke mal, das ist auch gerechtfertigt. Doch jetzt kommen wir zu einer Karte, die wirklich jeder kennen sollte, und zwar die Karte König des Sumpfes, die quasi als Material für jede beliebige Fusionsbeschwörung herhalten kann, und die Karte kann sogar abgeworfen werden, um die Poly rauszusuchen. Das heißt, die Karte ist ziemlich multifunktionell, und ich muss sagen, gerade in den Fluffles ist die Karte gerne gesehen und da macht sie einen sehr guten Job, und ich muss die Karte auf jeden Fall über die Einberufung platzieren in meinen Augen, weil die Karte halt wirklich gespielt werden muss, während die Einberufung immer mal wieder gecuttet wird für andere Karten. Und deswegen bin ich die Karte persönlich ein kleines bisschen relevanter, aber wie gesagt, beides sind sehr gute für so einen Support-Karten, gerade für Polydecks. Aber in Fluffle macht der König des Sumpfes halt einen sehr guten Job und deswegen wollte ich die Karte auf jeden Fall noch auf den 6. Platz platzieren. Doch wo wir jetzt schon so viel über die Poly geredet haben, möchte ich jetzt auch mal auf die eingehen, und zwar landet die bei mir auf dem 5. Platz, was schon ein bisschen traurig ist, weil die Karte ja eigentlich die gesamte Beschwörungsart ins Leben gerufen hat. Und jahrelang war sie quasi die einzige relevante Fusionskarte. Aber das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Es gibt quasi Alternativen und deswegen ist die Karte nicht mehr so relevant. Aber der Platz 5 ist, denke ich, in meinen Augen nach wie vor gerechtfertigt. Die Karte wird durchaus nach wie vor in einigen Fusionsdecks gespielt. Zwar eher als Option, die man quasi mal benutzt, aber nicht immer. Aber sie ist dennoch immer mal wieder mit dabei. Und ich denke, die Karte ist noch relevant genug, dass die halt wirklich über dem König des Sumpfes stehen kann. Und sie ist halt wesentlich generischer. Ich denke mal, das ist jedem klar. Die Karte ist zwar heutzutage nicht mehr die Welt, aber ich denke mal, die obere Hälfte der Topliste ist noch knapp drin. Im Intro habe ich allerdings noch eine Karte angesprochen, die durchaus sehr relevant ist. Und zwar die Karte Maskenwechsel Nummer 2. Und die ist halt sehr, sehr cool. Und zwar kann man damit in jedem beliebigen Deck quasi, das niedrigstufige Monster spielt, maskierte Helden beschwören. Und wenn du halt wirklich ein Finsternis-Deck spielst, kannst du damit den Darklore holen, der halt wirklich gegen einige Decks ein sofortiger Insta-Win ist. Und deswegen ist der Maskenwechsel Nummer 2 auf jeden Fall eine sehr mächtige Karte, die gerne mal als Tech-Choice mit ins Deck wandert. Und ich finde die Karte persönlich etwas relevanter als die Poly und als den König des Sumpfes, weil die Karte halt nicht ersetzt werden kann, ja? Die brauchst du halt wirklich. Also wenn du die Karte spielen möchtest, dann gibt es für sie keine Alternative. Und deswegen finde ich den 4. Platz gerechtfertigt, weil die Poly hat halt wirklich sehr krasse direkte Konkurrenz und die kommt jetzt und die Stärke vom König des Sumpfes ist halt abhängig von der Stärke von Poly, deswegen macht nur diese Platzierung in meinen Augen Sinn und deswegen Platz 4 für Maskenwechsel Nummer 2. Und diese direkte Konkurrenz ist auf jeden Fall die Karte Fusionsersatz, die quasi der Ersatz ist für die Poly. Macht ja auch Sinn und die Karte wird auch als Poly behandelt. Sie ist einfach eine bessere Version. Man kann damit zwar nur Materialien vom Feld nehmen, aber man kann damit dann später eine Karte ziehen, indem man halt das Fusionsmonster, was im Friedhof gelandet ist, wieder ins Deck mischt. Und das ist ein sehr, sehr guter Effekt, weil so geht man quasi nochmal plus 1, was fürs heutige Yu-Gi-Oh! Auf jeden Fall sehr relevant ist, und so kannst du das Extra-Deck-Monster zudem noch recyceln. Wie gesagt, die Beschwörung an sich ist zwar etwas kniffliger mit der Karte, aber dadurch, dass die meisten Decks sowieso ohne Probleme alles beschwören können, was sie wollen, in den meisten Duellen, kann man halt auf diese kleine Downside scheißen und halt dieses Plus 1 mitnehmen und dann ist die Karte dann doch meistens etwas besser als die originale Poly. Und die Karte ist auch eskaliert in Zodiac. Ich denke mal, das weiß jeder. Als Norden noch da war, ja, konnte man zusammen mit Fusionsersatz gerne mal plus 7 gehen. Ich weiß, es klingt ziemlich lächerlich, aber das ging, wirklich. Und da hat die Karte auch einen sehr guten Job gemacht. Das geht zwar heutzutage nicht mehr und Norden ist verboten, aber die Karte ist in meinen Augen nach wie vor etwas besser als die Poly und deswegen Platz 3. Und weil die Karte halt wirklich direkte Konkurrenz ist zu Poly und sogar namensvetter, muss ich die Karte halt deutlich über die Poly platzieren, weswegen die Poly fast nicht mehr in die Top 5 mit reinkommt. Doch die beiden Karten, die jetzt noch kommen werden, sind deutlich besser, und zwar zunächst mal die Lilienkobra, die gerne mal vergessen wird, weil das ganze Rampenlicht normalerweise auf dem Ragwurz-Skorpion steht, aber heute nicht, weil sie sucht die Fusion raus. Und zwar kann sie jede beliebige Fusionszauberkarte vom Deck raussuchen, so Sachen wie Instant-Fusion oder auch Brillante-Fusion, und das sind alles sehr, sehr coole Karten. Übrigens ist die Brilliant Fusion in meinen Augen nicht wirklich sinnvoll für die Topliste, weil die Brillante Fusion holt halt wirklich nur Seraphnid, der quasi eine zweite Nomad-Summon enabled. Und das soll halt eigentlich keine Fusionsplays supporten, sondern eher Spam-Plays. Und deswegen macht das in meinen Augen nicht so viel Sinn. Aber die Lilienkobra kann halt auch, wie gesagt, die Instant-Fusion raussuchen, die wir heute auch noch ansprechen werden, weil die ist auf Platz 1, aber dazu gleich mehr.
Und naja, du kannst auch theoretisch damit jede andere Fusionskarte raussuchen. Die Karte ist sehr spielstark, die wird halt gespielt in jedem Pflanzendeck, definitiv wegen Ragwurz-Skorpion. Sie hat eine sehr, sehr große Metapräsenz und ich denke, der zweite Platz ist hier auf jeden Fall safe drin. Alles andere würde keinen Sinn machen, weil die Karte wesentlich wichtiger ist als alles, was wir heute gesehen haben und auch wichtiger als der Fusionsersatz. Doch wie gesagt, haben wir auch noch die Instant-Fusion vor uns und diese Karte hier ist halt wirklich eine Support-Karte für Fusionen. Weil man damit quasi konstant Fusionsmonster aus dem Exodeck holen kann und das generisch. Während halt die brillante Fusion wirklich nur auf Seraphnid sich stützt eigentlich. Und dementsprechend macht das nicht so viel Sinn in meinen Augen, die Karte hier mit reinzunehmen. Aber die Instant-Fusion supportet wirklich diverse Fusionsmonster. Ich meine so Sachen wie Tausendäugiges Opfer oder Millennium Eyes oder auch so Sachen wie beispielsweise Summon 3 Djinn wären niemals so generisch geworden ohne diese Karte hier. Und auch Norden ist durch die Karte ausgerastet und auch so Sachen wie halt Theseus oder Panzerdrache sind auch sehr gute Targets. Also die Karte hier kann sehr konstant sehr viele verschiedene Fusionen ins Spiel rufen, ohne die Normal Summon zu verbrauchen und ohne Minus zu gehen. Die Karte kostet 2000 Life Points, aber ihre Einsatzmöglichkeiten sind endlos. Und naja, die Karte wird quasi mit jedem wichtigen Fusionsmonster immer stärker und es ist gut möglich, dass die Karte irgendwann verboten wird und deswegen hat sie auf jeden Fall mit Abstand den ersten Platz verdient. Und wie gesagt, die Lilienkobra ist sogar hauptsächlich wegen ihr heute auf Platz 2 gelandet, also die Instant-Fusion ist sogar stark genug, dass sie eine zweite Karte mit in die Top 3 der Topliste hauen kann, was schon ziemlich beeindruckend ist, aber wie gesagt, diese beiden Karten sind halt wesentlich relevanter als alles andere auf der Topliste. Das war's aber auch schon mit der heutigen Topliste. Schreibt mir gerne eure Vorschläge für weitere Karten in die Kommentare, die ich heute vergessen habe eventuell. Und ich werde jetzt die nächste Topliste ankündigen. Und zwar wird die sich drehen um die 10 besten Board Wipes. Das heißt Karten, die quasi entweder alle Monsterkarten, alle Zauberkarten oder alle Karten auf dem Board des Gegners zerstören. Und das sind sehr, sehr starke Karten teilweise. Also es sind so Karten gemeint wie Raigeki oder auch so Sachen wie Evenly Matched und so weiter. Da kann man einiges nennen. Und ich denke mal, das wird eine sehr coole Topliste, eine sehr drastische mit ziemlichen Powerkarten. Aber ich denke mal, da kann man durchaus noch 10 Karten finden, die sehr spielstark sind. Schreibt mir gerne eure Vorschläge in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, geht's damit beim nächsten Mal weiter. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch 2 Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates, deswegen schaut da mal rein. Bis bald, tschüss.